Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist ein relativ regnerischer Morgen. Wobei, regnen tut es gerade nicht. Es ist einfach feucht und schwülig. Es hat heute Morgen geregnet und jetzt ist es schwül und sieht aber aus, als ob ein bisschen Sonne vielleicht noch durchkommt. Also man hat graue und weiße Wolken mit blauem Himmel. Es ist schwül und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ursprünglich wollte ich jetzt eigentlich ins Fitnessstudio, allerdings wird das wahrscheinlich nichts. Ich mache hier lieber zu Hause ein paar Übungen, weil unser Wäschekorb ist rappelvoll, der ist absolut am Überlaufen. Ich muss die Waschmaschine am Laufen halten und außerdem kommen meine Eltern heute wieder, bringen ein paar Sachen und ich habe was im Auto, was ich ganz dringend bei ihnen abstellen muss. Deswegen werde ich da auch dann bald hinfahren. Jetzt bleibe ich also erstmal zu Hause, werde ein bisschen was arbeiten, erstmal ein bisschen was frühstücken. Kinder sind schon im Kindergarten, in der Kita und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein bisschen Beauty, solange ich warte, bis meine Eltern da sind. Und zwar werde ich jetzt mal von Balea diese Hornhautmaske ausprobieren. Habe ich ja noch nie verwendet. Habe ich ja recht neu gekauft. Ja, ich denke, die probiere ich heute mal aus. So, riesen Fußmasken. Aber was ich gut finde, sie riechen nicht schlecht. Sie riechen nach dem, was hier draufsteht. Und zwar nach Minze und grünem Tee. Und das finde ich super, weil ich hatte schon mal eine aus China und eine auch von einer anderen Marke, angeblich alles natürlich, aber die haben gestunken. Also so stelle ich es mir vor, wenn man in so ein Chemiewerk reinfällt, irgendwo in so einen Container, weil das roch einfach giftig. Da habe ich echt gedacht, wenn du jetzt deine Füße da reinpackst, da kommt so zischender Dampf raus, also richtig ätzend. Und das riecht wirklich gut. Also es riecht stark nach Minze, wenn man Minze mag, so wie ich, riecht es wirklich gut. Ja, ich bin mal gespannt. Das muss ich jetzt hier oben aufschneiden, anziehen, zumachen und dann genau eine Stunde einwirken lassen. So viel Zeit habe ich und dann muss ich auch zu meinen Eltern. Das passt jetzt haargenau. Jawohl, ich leg los. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Es waren auch solche Klebelaschen dabei, um die Socken zu befestigen. Das hätte man vielleicht eleganter machen können, aber ist egal. Ich setze mich jetzt eh nur an den Tisch. Ja, und das muss ich jetzt 30 bis 60 Minuten lang einwirken lassen. Nicht länger. Steht explizit drauf, dass man die Anwendungszeit nicht überschreiten soll. Ja, und jetzt genieße ich das Glibber hier und arbeite ein bisschen. Und ja, ich werde euch dann in den nächsten Tagen berichten, wie es weitergeht. Eine Stunde ist rum, meine Füße fühlen sich total aufgeweicht an und ich werde jetzt die Maske ausziehen, Füße abwaschen. Und dann werde ich mich auch auf den Weg machen zu meinen Eltern. Fühlen sich auf jeden Fall richtig schön weich an, als wäre ich jetzt eine Stunde im Schwimmbad gewesen. Maske ist runter, Füße fühlen sich relativ normal an, oben ganz glatt und da wo Hornhaut ist, fühlt sich es echt ein bisschen rauer an. Irgendwie rissig. Na, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde einfach mal die nächsten Tage abwarten. Ich habe auch keinen Nagellack drauf, meine Nägel sehen gerade aus. Ne? Ich mag das nicht, wenn im Sommer kein Lack auf den Nägeln ist, aber ich habe mir gedacht, bringt ja nichts. Ne? Wenn jetzt die Haut in Fetzen abgeht, braucht man sich auch die Nägel nicht lackieren. Gell? So ihr Lieben, ich werde mich jetzt mal fertig machen und zu meinen Eltern düsen, die müssen nämlich auch gleich da sein. Ich bin bei meinen Eltern angekommen und was ich hier abliefern werde, ist dieses Riesenpaket. Das ist nämlich unser neuer Weihnachtsbaum. Der war jetzt neulich im Angebot. Ich habe die ganze Zeit geguckt, dass der 2,10 Meter Baum ins Angebot kommt und jetzt war er's und da musste ich ihn natürlich kaufen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich unseren vom letzten Jahr meinen Eltern gegeben habe und wir uns einen neuen gekauft haben oder einen neuen kaufen wollen. Und jetzt habe ich ihn, aber den stelle ich jetzt hier unter, weil wir haben echt keinen Platz mehr dafür. Ja, aber ich freue mich, dass wir ihn jetzt haben. So, und weil es bei uns einfach nicht leer werden soll, habe ich tatsächlich auch wieder was mitgenommen von meinen Eltern. Und zwar mein Fußsprudelbad. Das ist angekommen am Wochenende, aber bei meinen Eltern sind so viele Kartons angekommen, dass wir gar nicht alles ausgepackt haben. Wir dachten, das ist alles für meine Eltern, aber da war tatsächlich auch was für mich dabei. Habe ich jetzt mitgenommen. Jetzt gucke ich mal rein, ob mir die gefällt. Dann muss ich die heute Abend gleich mal ausprobieren. So sieht sie aus. Was ein Trümmerstück. Die ist ja richtig tief. Also, die ist richtig tief. Das ist ja cool. Ja, die gibt es in sehr teuer und sehr günstig, je nachdem, was man möchte. Wenn man allerdings eine sucht, die eine gute Massagefunktion hat und die auch das Wasser warm hält, die kann auch aufheizen, aber ich habe gelesen, das dauert ziemlich lange, man sollte gleich warmes Wasser reintun, dann kann es noch ein bisschen weiter aufheizen und dann hält die auch die Temperatur und ich glaube, man kann die einstellen. Ich weiß nicht, ob man sie komplett flexibel einstellt oder nur ein paar Stufen. Muss ich probieren, habe ich nicht im Kopf. Aber die hat auch hier eine Beamstein-Vorrichtung, die man nutzen kann. Hat hier eben diese Massagerollen und auch hier noch so einen Bürstenaufsatz. Ich finde es relativ cool, muss ich sagen. Die gefällt mir. Die ist richtig cool. Hat, glaube ich, auch Rotlicht. Soll auch vielen Leuten gut tun. Und wenn man eine sucht, die eben eine Warmhaltefunktion hat, dann ist man schon eingeschränkt. Und dann kommt man auch in die Kategorie 70, 80, 90, 100 Euro.
Ist leider einfach so. Aber ich wollte eine mit Warmhaltefunktion. Die hat sehr gute Bewertungen gehabt. Ich habe erst eine andere gehabt von einer etwas bekannteren Marke. Ich weiß gar nicht, war das Medisana? Ich glaube Medisana. Die kam aber nicht so gut weg bei den Bewertungen. Und die war sogar nochmal 10 oder 20 Euro günstiger. Ich kenne die Marke nicht. Tureo, Turejo, keine Ahnung. Aber steht da drauf? Nicht ohne Wasser benutzen, ja, das ist klar. Ah, aber da hat sie das auch. Hier, guckt mal. Red Light Bubble, Temperatur hoch, Temperatur runter, ein Timer gibt's und Massagefunktion. Ja, ich werde die jetzt einfach mal ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die so tief ist, weil meine frühere, die war relativ flach, da ist mal alles rausgespritzt. Und ja, eigentlich, Moment, ich rede mal mit euch. Ich rede mal so mit euch, ist vielleicht angenehmer. Boah, ich muss mal die Brille abnehmen. Ich schwitze gerade. Boah, es ist so heiß. Beziehungsweise es ist so schwül irgendwie. Total unangenehm. Aber recht dunkel draußen. Also mal gucken, ob ich nachher mit Hannah spazieren gehe. Es sieht gerade düster aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe ewig kein Fußsprudelbad mehr, obwohl ich das total geliebt habe. Das ist so schön. Und dann die Füße schön einreiben mit so einer Fußcreme. Meist mit Teebaumöl oder Blutorange, was dann auch noch so kribbelt und kühlt. Das ist so schön. Aber meine ist damals kaputt gegangen und ich wollte mir im Haus erst wieder was Neues kaufen. Aber das Haus rückt ja jetzt immer näher. Und jetzt dachte ich mir, wenn ich diese Balea Fußmaske verwende, muss ich ja auch Fußbäder machen. Und ich habe nichts für Fußbäder. Ich habe immer so eine kleine Schale genommen in letzter Zeit, wenn ich es mal machen wollte. Beziehungsweise in der Schwangerschaft, genau, weil da hatte ich immer so heiße Füße und habe ich mal einen Eimer genommen oder so, da die Füße so reingestellt. Aber das ist natürlich nichts auf Dauer. Und ich wollte mir das eh kaufen, deswegen habe ich jetzt meinen sauren Apfel gebissen. Ich dachte auch, ich komme vielleicht mit 40 Euro davon, aber ich habe gesehen, also wenn die diese Funktion haben soll, dann muss man auf jeden Fall mit so 70 Euro rechnen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt gekostet hat. Ich kann sie euch ja mal reinstellen in die Infobox, wenn ich dran denke. Wenn nicht, dann fragt einfach, wenn es euch interessiert. Ich vergesse das immer. Ich sage immer, ich stelle es in die Infobox und dann vergesse ich es. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob sie gut ist. Ich teste es, weil sie muss gut sein, weil sie hat ja auch ein paar Euro gekostet. Wenn sie nicht gut ist, geht sie zurück. Aber ich muss ja jetzt Fußbäder machen. Deswegen dachte ich mir, gut, was willst du jetzt warten? Jetzt kaufst du dir halt. Ich weiß noch nicht, wo ich das Trümmerstück jetzt hinstellen soll, aber ich weiß auch nicht, wo ich die im Haus hinstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde schon einen Platz dafür finden. Normalerweise würde ich sie ins Bad stellen, aber da passt sie, glaube ich, nicht rein. Ich wüsste nicht, wo die stehen soll. Ich überlege gerade tatsächlich, wo ich den stelle. Ich könnte immer noch meine Ankleide unten auf den Boden stellen. Also stört sie ja niemanden. Also ich habe schon Platz dafür. Aber oder ins Gäste-WC unten könnte ich sie auch reinstellen. Ja. Also kein Thema, das geht schon. Ich überlege nur, wo ich die jetzt hinstellen soll. Aber gut, egal. Ich freue mich drauf, sie auszuprobieren. Es ist natürlich immer so, muss man sowas haben? Also ich persönlich finde es richtig toll für die Füße. Ich habe das immer so geliebt, das ist so Wellness pur. Es ist mir lieber als Baden, ist es mir meine Füße so zu wellnessen. Ist richtig, richtig cool. Bin mal gespannt, ob sie gut ist. Ja. Muss ich heute Abend auch ausprobieren, weil die Kartons sind riesig. Die müssen dann weg. Beziehungsweise kann ich die Kartons vielleicht sogar noch zum Packen verwenden. Mal gucken. Ja, ich werde berichten, wie ich sie finde. Und ich werde auch berichten, wie es mit der Fußmaske weitergeht. Und jetzt mache ich mir was zu essen und dann muss ich bald schon Hannah abholen. Und dann mal gucken. Entweder wir gehen spazieren oder wir gehen nach Hause. Kommt jetzt aufs Wetter an. Es regnet noch nicht, aber es sieht irgendwie so aus, als würde sich ein Wolkenbruch über uns ergießen in den nächsten Minuten. Aber irgendwie. Und die App ist auch nicht hilfreich, ne? Ja, es soll regnen. Um 11. Na, dann doch um 1. Na, um 3. Na, dann um 17 Uhr. Na, irgendwann heute wird es regnen. Und für die nächsten Tage ist eigentlich auch nur angesagt, immer mal wieder Regen und Gewitter. Aber wann jetzt am Tag das sich abspielen soll? Keine Ahnung. Naja, mal gucken, wie es ist, wenn ich sie abhole. Es wäre schön, wenn wir eine kleine Runde wenigstens laufen können, weil sie zeigt mir dann immer Blumen und Gras und Bäume und ich muss ihr das alles nochmal sagen und sie sagt mir, was sie schon alles kann, welche Wörter sie kann und es macht schon Spaß. Also wenn wir wenigstens eine kleine Runde laufen könnten, wäre es schon nett durch die Gärten hinten. Das wäre schon schön. Na egal, ich bereite nachher mal einen Snack vor und dann mal gucken, ob es klappt. Okay, ihr Lieben, vielleicht melde ich mich heute Abend, wenn das Fußbad blubbert, wenn ich dran denke, wenn ich es heute Abend mache. Mal gucken. Jetzt gucke ich, dass ich noch ein bisschen was arbeite. Waschmaschine läuft jetzt schon zum x-ten Mal heute. Genau. Ich gucke nach der Bohrmaschine, genau. Meine Eltern bohren gerade sich schon die Lampen teilweise an. Ich habe mir sogar schon Lampen abgeguckt, die ich gern haben möchte. Ist eigentlich was total Simples, aber sie gefallen mir. Und ich glaube, ich werde sie an ein, zwei Stellen auch verwenden, weil ich finde sie pflegeleicht, ich finde sie schön. Ich glaube sogar, dass ich das mache. Ich glaube, alle von Bauhaus.
Muss mal meinen Mann fragen, ob er seine Bauhaus-Kundenkarte schon bekommen hat. Mal gucken. Auf jeden Fall sind das Betondecken und ja, sie wollen sich da eine stärkere Bohrmaschine holen, weil die ein bisschen stärker sein könnte. Es geht, aber sie könnte stärker sein. Und mein Mann sagt, er hat eine stärkere. Ich suche jetzt mal, ob die oben ist. Dann bringe ich die meinen Eltern nämlich Mittwoch oder Donnerstag vorbei, wenn sie wieder da sind. Genau. Ja, ein paar Sachen stehen auf der Liste. Und unseren DVD-Player bringe ich Ihnen, weil Ihren behalten Sie noch zu Hause. Aber das Kinderzimmer ist ja schon fertig hier. Und wir gucken momentan kein DVD. Ich weiß nur nicht, ob der noch funktioniert. Mein Mann sagt, der funktioniert noch. Hanna hat da immer dran rumgedrückt und dann ist er immer hängen geblieben und ist immer rumgesprungen zwischen den Kapiteln. Aber er meint, der funktioniert noch. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich bringe ihn mal mit, probieren was aus. Wenn nicht, schmeiß man weg. Wenn doch, kann er erstmal da stehen bleiben, bis sie eingezogen sind. Dass wenn sie mal länger dort sind und vielleicht die Kinder mal da sind, weil wir nochmal zum Haus müssen, dass die Kinder da auch einen DVD-Player haben. Genau. Ja. Jetzt höre ich aber auf zu schnacken und mach mal weiter. Ja, kurze Pause. In Sachen Haus gibt es auch wieder Neuigkeiten. Mein Mann hat nämlich einige Telefonate geführt, während ich unterwegs war. Und tatsächlich fängt der Sanitärmensch heute schon an. Das heißt, jetzt in einer Woche ungefähr wird die Fußbodenheizung im kompletten Haus gelegt und eben alle Anschlüsse gemacht. Alles in der Küche, im Bad, draußen. Dafür braucht er jetzt ungefähr eine Woche. Und jetzt am Mittwoch geht die Außendämmung schon los. Das heißt, sie fangen außen an, was natürlich cool ist. Weil wenn das Gerüst irgendwann weg ist, dann werden ja die ganzen Stromanschlüsse gemacht mit dem Stromanbieter und. Das wird dann alles gemacht, wenn das Gerüst weg ist. Also mal gerade dabei, das mit denen abzuklären, dass das dann zeitnah passiert. Es geht in großen Schritten voran. Ich bin mal gespannt auf die nächste Zeit. Ich muss jetzt wirklich explizit anfangen, hier in der Wohnung aufzuräumen. Also wirklich Sachen noch mehr zusammenzupacken. Ich habe ja schon viel gemacht, aber es ist alles so halbgar. Ne? Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist ein bisschen was gepackt, aber nicht so wirklich. Und ich muss jetzt wirklich Sachen zu meinen Eltern bringen. Ich muss hier ein bisschen ausräumen, weil die Zeit rückt immer näher. Und wenn es dann mal so ist, dass ich so weit bin wie meine Eltern jetzt, ich merke ja einfach, wie viel man da zu tun hat. Und ich möchte dann einfach mit allem anderen fertig sein. Ich habe zum Beispiel immer noch die Lichterkette hier am Fenster hängen. Von Weihnachten, weil ich die ganz Jahres hängen gehabt habe. Ein grammatikalisch hervorragender Satz. Moment. Weil ich die ganzjährig habe hängen lassen. Weil die Kinder das halt so mochten. Aber im Sommer ist die halt nie an, weil es einfach nicht dunkel genug ist. Ich muss die jetzt endlich mal abmachen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal die Tage unbedingt. Und dann werde ich anfangen, hier Bücher zusammenzuräumen. Und Küche. Sachen, die ich in der Küche nicht brauche, werde ich jetzt noch weiterpacken. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die muss ich euch jetzt noch zeigen. Aber ich glaube, das mache ich morgen. Und dann packe ich die Sachen nämlich auch ein. Das ist dann auch wieder eine volle Kiste. Das möchte ich nur nicht ganz hinten in den Keller stellen. Ich muss mal gucken. Ich muss halt jetzt schauen, wie ich packe, weil ich darf jetzt den Keller nicht so zubauen bei meinen Eltern. Also ich darf da schon was reinstellen, aber ich will ja jetzt nicht alle Sachen, die ich dann bald brauche, hinten in die Ecke stellen und alles zubauen. Ich muss jetzt mal ein bisschen taktisch an die Sache rangehen, weil die Sachen auch überall verstreut sind, gerade Küche. Ich habe hier was von der Küche, werde jetzt was zu meinen Eltern bringen. Bei der Schwiegermutter ist auch noch was und das muss ich dann Step by Step mal zusammensuchen. Vielleicht wird mein Mann die Sachen auch mal mitbringen von seiner Mutter, die Küchenkisten, dass ich die einfach auch bei meinen Eltern abstelle, dass das nicht alles so verteilt ist. Mal gucken. Auf jeden Fall soll ja nach Sanitär jetzt dann gleich der Estrich reinkommen. Das wäre cool. Dann kann der nämlich mit dem Trocknen loslegen und wenn der begehbar ist, kommt ja dann schon der von der Küche, nimmt das Aufmaß und dann geht's weiter. Oh, das ist so cool, wenn die dann endlich bestellt wird, die Küche, wenn das dann endlich mal so ins Rollen kommt. Schön. Ja, bei meinen Eltern ist das jetzt halt auch so, ne? Die fahren immer in die Wohnung. Die müssen ja nicht so oft fahren, aber sie machen es halt gerne. Sie sind gerne da und sie wollen eigentlich schon gar nicht mehr nach Hause, weil sie eigentlich mit ihrem Haus abgeschlossen haben und auch das große Haus nicht mehr haben wollen und den Garten. Und sie mögen ihre neue Wohnung und sie finden es da so schön und sie würden da am liebsten die ganze Zeit bleiben. Aber jetzt geht's halt noch nicht, der ganze Umzug. Eine Zeit lang sind sie halt noch zu Hause. Und bei uns ist es ja im Prinzip nicht anders. Natürlich ist unser Haus noch nicht so wohnlich. Es ist ja noch ein Rohbau. Aber trotzdem, ich bin gerne da und am liebsten würde ich auch immer noch dort bleiben und irgendwas tun. Aber ich kann halt noch überhaupt nichts machen. Noch gar nichts. Wenn der Estrich dann begehbar ist, dann wollen mein Vater und mein Mann sich an den Dachboden ranmachen, dass der mal vorangeht, dass man da vielleicht dann schon was machen kann. Dass ich da schon Sachen hochbringen kann dann irgendwann, dass man mal mit irgendwas anfängt, mit irgendwas Greifbarem. Weil ich bin halt immer dort und denke mir, oh, ich will noch irgendwas tun, ich will irgendwas für dieses Haus tun. Und mit der Wohnung bin ich eigentlich auch fertig.
Klar muss die noch in Ordnung gehalten werden, aber ihr versteht, was ich meine. Da ist eigentlich schon im Kopf der Abschluss da. Ich habe auf die Wohnung auch keine Lust mehr. Ist wie bei meinen Eltern. Ich bin hier fertig und ich möchte jetzt auch ins Haus. Und ich möchte mehr fürs Haus machen und nicht hier für die Wohnung. Aber im Haus kann ich halt noch nichts tun. Aber das wird jeder kennen. Beim Bauen, beim Umziehen ist ja immer das Gleiche. Man ist dann im Kopf schon woanders und möchte da anfangen. Aber klar, unser Haus ist noch ein absoluter Rohbau. Da ist nicht viel zu machen. Es regnet übrigens immer noch nicht. Ich habe jetzt einen Snack für Hannah gepackt. Früchteriegel könnte ich noch rauslegen. Genau, ein Früchteriegel. Und dann mal schauen. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Die Tage muss ich mal wieder zum Einkaufen. Vielleicht versuche ich mal wieder so ein Live-Food-Haul oder so ein Teil-Live-Food-Haul. Mal schauen. Je nachdem, was los ist. Und auch beim Fitnessstudio muss ich dann wirklich mal schauen, morgen, was los ist. Weil ich muss einfach mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das besucht ist. Es dürfen ja auch immer nur eine gewisse Anzahl von Leuten rein. Und normalerweise, wenn ich früh um 8 gegangen bin, war nie viel los, weil die meisten auf der Arbeit sind. Aber jetzt in Corona-Zeiten weiß ich überhaupt nicht, was da los ist, weil ich werde mich nicht anstellen. Also entweder ich komme rein oder nicht, weil ich werde nicht draußen warten. Also das ist nicht. Dann mache ich lieber zu Hause Übungen, weil, also da habe ich dann doch Besseres zu tun. Und ich weiß es halt nicht, weil für mich ist total Normalität eingekehrt, bis auf die Masken. Das liegt aber, glaube ich, bei uns an der Notbetreuung, beziehungsweise ist ja jetzt, geht ja jetzt schon teilweise die Regelbetreuung eingeschränkt los in den Kitas und den Kindergärten. Aber dadurch, dass unsere Kinder schon gehen, ist für uns eigentlich alles fast wie normal. Ich mache zwar aus meiner Arbeit, mein Mann ist auf der Arbeit und die Kinder sind im Kindergarten, in der Kita, nur dass wir halt nicht ins Schwimmbad oder so gehen. Also es ist nicht komplett normal, aber es ist schon wieder relativ normal. Und man vergisst dann teilweise, dass immer noch viele Leute im Homeoffice sind und dass es immer noch nicht überall normal ist. Und deswegen keine Ahnung, was da morgens um 8 los ist momentan. Mal gucken. Ich weiß nur, dass ich mich nicht anstellen werde. Ja. Und heute Abend freue ich mich auf mein Fußsprudelbad. Am liebsten würde ich es jetzt schon machen, aber ich mache es heute Abend und mal gucken. Ansonsten wird heute Abend, glaube ich, nicht viel passieren, weil mein Mann und ich nach Armaturen gucken wollen fürs Bad. So, ich musste mir gerade eine Wimper wegpusten, habe hier eine gehabt und habe mir was gewünscht. ich glänze irgendwie, oder? Boah. Ja, wir haben gestern Abend Maleficent geguckt. Der ist ja seit dem 12. Juni auf Disney Plus und da waren wir bei meinen Eltern. Mein Mann war der da oder war der an dem Tag hier in Frankfurt arbeiten? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es der 12. oder ob der 12. ein Donnerstag oder der Freitag war. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich war oben, Hannah hat geschlafen, ich war oben und ich habe Maleficent geguckt. Ich habe jetzt so lange auf diesen Film gewartet, weil ich ihn nicht auf Amazon kaufen wollte, weil er ja dann auf Disney Plus kommt. Und Disney Plus zahlt man ja auch. Ich denke, in Zukunft ist es anders. Da kommen die Filme eher auf Disney Plus. Aber jetzt gab es ja, glaube ich, noch Lizenzvereinbarungen mit Amazon. Und es hat jetzt halt einfach gedauert, bis der Film da war. Und ich habe gewartet und gewartet. Klar kann man sagen, kann ihn auch kaufen, aber 15 Euro jetzt einfach so für einen Film, der in 4 Wochen dann sowieso gratis da ist, ist auch irgendwie blöd. Also habe ich mich in Geduld geübt. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mich wirklich, wirklich drauf gefreut, den zu sehen. Ich bin gar nicht so großer Angelina Jolie-Fan. Ich habe jetzt auch nichts gegen sie, aber bin auch kein großer Fan. Aber Maleficent, finde ich, macht so einen tollen Job. Also ich finde sie total cool in der Rolle und ich mag die Filme auch gerne. Sind jetzt keine solchen Highlights im Sinne von Blockbuster, wie sie noch nie da gewesen sind. Aber ich finde sie gut und ich habe mich echt auf den Film gefreut und habe ich mir angeguckt und gestern hat mein Mann den auch noch mal mitgeguckt und ja, mal schauen, was wir heute gucken. Und vor allem werden, wie gesagt, Armaturen ausgesucht. Ja, und jetzt, ich weiß gerade gar nicht, was ich mache. Ich glaube, ich packe jetzt noch ein bisschen was. Ich habe irgendwie Lust zu packen jetzt. Und dann muss ich die Tage zum Einkaufen gehen. Vielleicht mache ich mal wieder ein Live-Food-Haul oder versuche es zumindest. Oder so ein Teil-Food-Haul zumindest. Und dann, wenn es mit der Maske nicht hinhaut, mache ich den Rest zu Hause. Mal gucken. Ich werde es, glaube ich, die Tage mal wieder versuchen. Back to Normalität. Jawohl. Mal schauen. Ich hätte auch ein, zwei Videos, die ich gern drehen wollen würde. Ich muss jetzt einfach nur mal gucken, wie ich zeitlich hinkomme die nächsten Tage. Aber ich glaube, zum Haus fahre ich erst wieder am Samstag. Wobei, ich muss gucken. Weil Samstag ab 16, 17 Uhr ist mein Mann unterwegs, weil ein Nachbar von uns hat Geburtstag und der hat aus der Straße, also die Jungs, die jetzt auch schon eine WhatsApp-Gruppe haben, ich glaube, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Männer. Ob der sechste schon dabei ist, weiß ich nicht. Ansonsten auf jeden Fall von denen, wo die Häuser jetzt schon stehen, aus unserer Straße, die fünf Jungs. Und ich nehme mal an, noch andere Kumpel eingeladen. Und ab 17 Uhr geht's los. Und mein Mann geht natürlich auch hin. Ist aber nur für die Herren. Bäh.
Aber ist nur für die Herren. Und seine Mutter kommt dafür zu Besuch. Und dass wir hier abends zu zweit sind und die Kinder schön fertig machen können. Geht auch alleine, ist zu zweit, aber schöner, weil während Annabelle duscht, flutscht einem Hannah immer durch die Finger und andersrum. Es ist angenehmer und Kinder sind beschäftigt. Ich kann noch ein bisschen was erledigen und dann klappt das schon, weil ich denke, er wird da eine Weile weg sein. Alkohol gibt es natürlich nicht, er muss ja Auto fahren, aber ja, ich finde es ganz schön. Die Jungs verstehen sich ja auch gut und es ist eine schöne Sache. Und ich bin mal gespannt, was er berichtet, wie es bei ihm aussieht. Ich glaube, der hat jetzt entweder seinen Boden und so schon drin oder legt den jetzt die Woche. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin überhaupt nicht neugierig, nein, gar nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal weiter. Und in einer Stunde hole ich Hannah ab. Mal schauen. Im Moment regnet es noch nicht. Ich habe einen Snack fertig. Gucken wir mal. Jo.